Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Mal gucken, von hinten anschleichen. Stimmt ja, der ist schwerer. Ein Zirpozer greift an. Drücke während des Kampfes den Y-Knopf. Ach, einfach nur zum Zug prüfen. Aeroas ist abbaut, gefinisht. Bautz wurde halt einfach insta gefinisht. Donnerschock! Ich muss ihn paralysieren. Trugschlag, ich werde auf jeden Fall überleben. Komm, nochmal Donnerschock. Jetzt bin ich RIP. Galoppa hat was sehr Effektives und mein Staralili hat was sehr Effektives. Probier es erst mit einem Backenwindstoß. Zack! Ja, zwei Pokémon sind ja abgenippelt. Entwicklung möglich. Was muss ich denn machen, dass die sich entwickeln hier? Einfach unglaublich zu sehen, wie jemand ein Elite-Pokémon im Kampf bezwingt. Wie der Held aus den Legenden. Überlass mir kurz deine Pokémon, damit ich sie heilen kann. Ach, du bist so herzallerliebst. Alle 5 Meter heilst du meine Pokémon. Was in aller Welt? Ich würde mal sagen, das ist das heilige Pokémon. Ein Damierplex. Damit hier. Wann hat Damiplex eine Entwicklung? Muss ich irgendwann verpasst haben. Es sieht dich mit solcher Güte an. Dafür solltest du dankbar sein, Shining. Hallo. Ich will dich fangen. Sieht aus, als hätte Damitier dich ins Herz geschlossen. Du Glückspilz. Hin und wieder kommt es vor, dass Damitier Menschen auf sich reiten ist, während es durch die Hisui-Region galoppiert. Wir sind ihm dafür zu Dank verpflichtet. Faszinierend, dieses Damitier lässt Menschen auf seinem Rücken reiten. Ganz so wie die Reit-Pokémon aus Alola. Professor Larven, alles in Ordnung hier? Ja, alles in Ordnung. Kommandantin Celestis hat mich hergeschickt. Sie meinte, sobald Shining ihren Auftrag erfüllt hat, können wir hier ein Basislager richten. Diam und der Expeditionsleiter werden sich aus gutem Grund dafür entschieden haben. Aber ist es wirklich eine weise Idee, noch mehr Basislager zu errichten? Wieso, ihr wurde vom ehrwürdigen Sinnoh als Lebensraum für die Pokémon erschaffen. Solange es eure Absicht ist, Seite an Seite mit ihnen zu leben, sollte es kein Problem sein. Ihr dieses Land nutzt. Außerdem scheint damit hier Shining wohlgesinnt zu sein. Jedenfalls vielen Dank für alles, was du heute getan hast. Ich werde dem Oberhaupt des Diamantklans davon berichten und dir später eine angemessene Belohnung zukommen lassen. Auftrag abgeschlossen. Finde ich jetzt diesen verdammten Zähpilz? Wenn wir Seite an Seite mit dem Pokémon leben wollen, müssen wir sie zuerst besser verstehen. Die Vorstellung des Pokédex ist dafür ein wichtiger Schritt. Der Bautrupp sollte bald eintreffen. Das neue Basislager wird im Nu-Treff fertig sein. Dann habe ich einen neuen Schnellreisepunkt. Ja! Das Basislager auf der Gewaltenhöhe ist fertig.
wäre es, wenn wir ihm den Namen Anhöhenbasis geben? Wenn du Jubeldorf verlässt und jetzt hier die Anhöhenbasis auswählst, kannst du deine Erkundung ab jetzt von hier aus beginnen. Je mehr Basislager wir haben, desto leichter können wir forschen. Wollen wir uns dann wie immer bei der Hohen Kost treffen? Oh. Sehr viel geschafft. Oh, und sehr viel Geld bekommen. Ich sollte Bautz unbedingt Attacken lernen. Oh, ich hab da was vervollständigt. Das seltene Ponita erforscht. Methoden unbestimmt. Ich muss da noch sehr viel fangen. Zum nächsten Rang ist es aber noch ein bisschen. Okay, man kriegt die Ränge nicht instant. Aber ganz ehrlich, hätte ich mich ein bisschen mehr bemüht, hätte ich wahrscheinlich jetzt schon den zweiten Rang. Ich nehme mal wie Inder die üblichen Kartoffelmochi. Mobeshi, 3 Portionen, du weißt Bescheid. Ach, wie immer sehr lecker. Habt ihr von diesem Axanto gehört, das in Rage sein soll? Einige unserer Leute wollten die Lage heute Morgen genauer unter die Lupe nehmen und wurden von ihm angegriffen. Der Sanitätstrupp hat nun alle Hände voll zu tun, damit sie wieder zusammenfinden. Axanto klingt für mich jetzt auch neu. Du redest von dem Axanto, das von einem heftigen Blitzschlag erwischt wurde und sich seitdem seltsam verhält, oder? Sind ein paar Berichte zu uns gekommen. Kann auch sein, dass dieses Dummy-Tier ein neues Pokémon von diesem Spiel ist. Weiß ja nicht, ob die in diesem Spiel jetzt neue Pokémon einbringen wollten. Nun, für solche Fälle ist unser Forschungstrupp sofort zur Stelle. Natürlich ist es gefährlich, unbekannten Pokémon auf die Spur zu gehen. Aber wir haben ja Shining an unserer Seite. Den einzig fähigen Pokémon-Trainer hier. Aber dieses Axanto soll noch viel stärker sein als ein Elite-Pokémon. Als Forschungstrupp ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, wie stark es wirklich ist. Und um denen nachzugehen, müssen wir körperlich und geistig absolut fit sein. Darum brauchen wir eine ordentliche Mütze Schlaf, würde ich sagen. Ja, ich mache jetzt hier auch nur noch ein bisschen was im Dorf und dann mache ich für heute auch Schluss. Am nächsten Tag klopft einer. Shining, bist du wach? Auch immer diese Stalker. Der Boss, also Denboku, will dich sehen. Ich soll sofort ins Büro, okay. Tipps, Feuerstelle, Wechselkleidung, Lager. Okay. Numio steht natürlich vor meiner Haustür. Hast du gut geschlafen? Na, ist euch endlich klar geworden, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, ein falsches, ehrwürdiges Sinnoh zu verehren? Wer von beiden war's? Ha! Sagt derjenige, der ein Sinnoh verehrt, das den Fluss der Zeit kontrollieren soll. Unser Sinnoh, der Schöpfer des Universums und damit allen Raumes, das einzig wahre, ehrwürdige Sinnoh. Achso, die reden über Palkia und Dialga. Ach, ihr könntet so viel Raum haben, wie ihr wollt. Und ihr wisst doch nichts Vernünftiges damit anzufangen. Ach, und du willst mir weismachen, ihr wisst etwas mit der Zeit anzufangen, die euch gegeben ist. Vom Prinzip habt ihr beide recht. Immerhin hast du es geschafft, dich an die vereinbarte Zeit zu halten. Das ist mehr, als ich dem Perlclan für gewöhnlich zutraue. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass du dich in deinem ach so geliebten Raum verläufst. Wie bitte? Das ehrwürdige Sinne hat uns vom Perlclan mit diesem Raum und damit dem Fundament unserer Welt gesegnet. Als würde ich mich darin verlaufen. Schluss damit. Nichts ist eine größere Zeitverschwendung, als diesen sinnlosen Diskussionen mit dir zu führen. Ich sollte das ehrwürdige Sinn nur dafür um Verzeihung bitten, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Aber wie auch immer, ich gehe jetzt zur Expeditionleiter Denboku.
Unfassbar! Du hast diesen Streiter vom Zaun gebrochen! Ich weiß nicht, was deren Problem ist. Immer dasselbe mit dem Ball. Der Mann eben war Diam, der Oberhaupt des Diamant-Clans. Sie verehren den Fluss der Zeit. Das Mädchen war Perla, das Oberhaupt des Perl-Clans. Für sie steht der Raum im Mittelpunkt von allem. Die Namen sind leicht zu merken, oder? Immer wenn die beiden sich sehen, fliegen die Fetzen. Das hängt wohl damit zusammen, dass es schon zwischen ihren Vorfahren böses Blut gab. Naja, nicht unser Problem. Vergiss nicht, dass die Expeditionsleiter nach dir verlangt, Shining. Ja, ich muss gleich zu diesem Streit gehen. Oder ich würde sagen, das heben wir uns wirklich fürs nächste Mal auf. Ich guck, dass ich dann offscreen hier noch ein bisschen was mache. Also so ein bisschen die Liste abarbeite. So, ich wollte hier, glaube ich, einmal hin. Du hast nämlich Rezepte für mich. Ja, hier. Arznei- und Honigköder. Ich könnte aus den Schädlingen auch mal noch was machen. Ach nee, Schädlinge sind wahrscheinlich Pilze. Und ich habe bisher nicht einen einzigen Pilz gefunden. Warum habe ich den Sternenstaub eingelagert? Das Holz könnte ich eventuell noch gebrauchen. Den Sternenstaub verkaufe ich lieber. Und ganz ehrlich, ich habe so viele Pokebälle. Ich nutze das jetzt, um mir Attacken zu holen. Was hast du nochmal verkauft? Hier kann ich Pokémon mit anderen Spielern tauschen. Ich kann auch Items erhalten. Oh. Was man hier alles kriegen kann. Verbindungsschnur. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Von welchem Pokémon könnte das Lieblingsstück sein? Jetzt aus dem Stand heraus geraten. Magnetilo wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Werde ich wahrscheinlich noch rausfinden. So, ich hätte gerne eine Attacke für meinen Bautz. Da hätte ich nämlich gerne einmal Aeroas und Zauberblatt. Obwohl, Trugschlag hätte ich auch gern. Ich habe ja vergessen, hier kann ich die nach Belieben verteilen. Also wenn ich mal zum Beispiel jagen will, einfach, dass ich ein paar Pokémon fange, dann nehme ich einfach Trugschlag mit. So, und jetzt wird das Team angepasst. Staralili, will ich das im Team behalten? Ich wollte auf jeden Fall Burmi ins Team holen. Weil Bomi recht nützlich sein kann, aber es hat hier nur Käfertrotz. Ich müsste das erst hochtrainieren. Der Preis ist jetzt auch nicht so schwach. Driftlon. Ach nee, hier kann ich ja das Team nicht wechseln. Voll vergessen. Warum will ich bei ihr das Team wechseln? Ich kann mir bei dir keinen Item schummeln. Zumindest noch nicht. Bestimmt mit den Entwicklungen kann ich mir hier noch zusätzlich was bei den Pokémon gönnen. So, wie entwickle ich dich jetzt hier? Ach, das mache ich manuell. So, dann entwickle dich mal. Dann sehen wir hier auch mal eine Entwicklung. Die sieht hier mega krass aus. Wie brutal das aussah. Ich hab's nicht gefangen, ich hab's nicht entwickelt. Ich trainiere es einfach offscreen noch ein Level höher. Dann habe ich die Quest mit denen auf jeden Fall. Der will irgendwas mit Sinnebären. Okay.
Er will einfach nur 5 Sinne werden. Ja, gönn dir, ich hab genügend. So, was gibst du mir dafür? Beleber. Danke sehr. Beim Ackerfeld ist auch noch eine Mission. Kann ich ja auch noch gleich annehmen. Aber erstmal Team anpassen. Ich kann ein Stein-Pokémon sehr gut in meinem Team gebrauchen. Panekon will ich halt noch einen höher leveln. Bammelin ist jetzt kein starkes Wasser-Pokémon. Driftlon kann stark sein. Ponita ist jetzt auch nicht so das Wahnsinns-Feuer-Pokémon. Luxtra ist richtig geil. Wenn ich Shinux weiten wechsel. Na Mann, ich und Deutsch. Manchmal verspricht man sich so schnell. Jetzt habe ich statt Wickeln was Perverses gesagt. Und ich sehe das schon in den YouTube-Kommentaren stehen. Außer ich schneide es raus. So, was möchtest du? Okay. Okay. Bitte zeig mir Kinosos Pokédex-Einträge. Kinoso? Kinoso war welches Pokémon nochmal? Ich habe das, glaube ich, noch nicht in der Liste drin. Ich gehe hier oben lang. Und soll ich außen rum? So, ich habe noch ein Marmelin gefunden. Ist doch ein 0,8 oder nicht? Woran soll ich denn erkennen, wenn das endlich mal groß genug ist? Okay, ich habe jetzt erstmal alle Nebenmissionen offenbar angenommen. Starten wir doch eben kurz noch Bautz mit seinen neuen Fähigkeiten aus. Es hat ja jetzt ein paar Attacken mehr. So, Zauberblatt statt Blattwerk und da Aeroass gerne anstatt Windstoß, würde ich sagen. Obwohl Windstoß drin behalten, weil das als einziges so eine hohe Fähigkeit noch drauf haben kann. Ich finde es schön, dass Scheidung 2 Punkte vom Level absteht. Ja, ich bin jetzt hier fast 2 Stunden am Streamen gewesen. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt für heute Schluss. Beim nächsten Mal machen wir dann da drinnen weiter. Ich verabschiede mich erstmal von YouTube jetzt dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Abo dalassen, Follow auf Twitch. Und damit bis zum nächsten Mal.